at Wash. Wann habe ich das gemerkt? Ich habe es dann gemerkt, als die Leute bei Partys, ja, Geburtstagen und dass ich irgendwie mit denen, wenn mir jemand Worte zuschmeißt, dass ich das einfach liebe, die umzudrehen und wieder rauszuwerfen, wie Leute lachen. Also es war eigentlich schon immer ein bisschen so. Also ich glaube, diese Rampensau, das, ob man das ist oder nicht, das merkt man sehr früh. Also eigentlich schon so in der Schulzeit. Doch, ja. Total, auf jeden Fall. Alleine Ostwestfalen ist ein ganz wunderschön absurder Ort. Es ist ganz trocken. Die Leute, die leben halt wirklich zwischen Schützenfest und Land und da sind auch Kühe, aber trotzdem gehen die natürlich auch raus und leben ihr Leben. Aber ich mag es, meine Heimat zu beobachten, weil die Leute einfach so was Trockenes an sich haben. Und eben weil sie eigentlich gar nicht so lustig sind, passieren natürlich trotzdem unglaublich viele lustige Dinge. Und ich glaube, also dieses Trockene, ja, dieses Jo, da kann man eine Menge rausziehen eigentlich. Ja. Zu überleben. Ich habe Angst davor, oder ich habe immer ein bisschen Angst davor, meinen Text, meine Story zu vergessen, dass ich da oben stehe und irgendwie durcheinander gebracht werde. Und ich habe eigentlich erwartet, dass das Publikum gut drauf ist, dass man sich mit den anderen Künstlern versteht, weil das halt auch total wichtig ist, wenn du hinter der Bühne bist und hast irgendwie schlechte Stimmung, dann wirst du da auch mit reingezogen. Aber zu sagen, ja geil, wir sind hier gut drauf, das Publikum pöbelt auch so ein bisschen und diese Stimmung mitzunehmen und das einfangen zu können, das habe ich gehofft und ich hoffe, dass es auch geklappt hat. Ich muss ehrlich sagen, also diese Idee, Comedy zu machen oder zu spielen und auf die Bühne zu gehen, die hatte ich schon so nach dem Abi. Und da waren meine Eltern, aber auch meine Freunde nicht so begeistert und meinten alle, ey, da gehört so viel Glück zu, mach erstmal was Vernünftiges. Und mittlerweile, also ich habe meinen Papa vor 2 Wochen angerufen und gesagt, ey Papa, ich spiele heute Abend für eine Biermarke in Berlin auf der Kleinkunstbühne. Und er hat gemeint, ich bin stolz auf dich. Mittlerweile ist es okay. Das ist viel, viel, viel schlimmer, als wenn nur das rote Licht angeht. Weil im Radio, man ist ja unter sich. Ja? Man hat den Moderator und hat so seine Geschichte, die man erzählen möchte. Und das rote Licht geht an und man weiß nicht, was machen die Leute gerade. Man sieht sie einfach nicht. Und hier siehst du sie. Sie haben ihr Bier in der Hand, sie gucken nicht an. Das ist die Nervosität, die ich hier vorher hatte, die kenne ich aus dem Radiojob gar nicht, weil es einfach... Also es ist halt eigentlich aber auch völlig egal, ob da jetzt 8 Leute stehen, 200 oder 2 Millionen. Ist gut zu wissen, wenn die Leute lachen. Und das weiß man natürlich beim Radio nicht. Und es hier zu sehen, ist ein schönes Gefühl. Also es ist echt, man ist voller Adrenalin. Das habe ich beim Radio nicht mehr so. Nee. Für mich war es wirklich besonders, dass ich in einer Show war, der Luke moderiert. Weil ich vor ein paar Monaten selbst noch hier gesessen habe und gelacht habe. Und ich war einfach Gast, wie alle anderen auch. Ich habe mich sehr auf den Lars gefreut mit dem Musikkabarett, weil es einfach auch nochmal immer eine Abwechslung ist. Und ich war auf den Oliver Pollack sehr gespannt, weil ich viel vorher gehört habe. Neue Nummern schreiben. Mehr trauen und spielen. Also Routine reinbekommen und ich bin so nervös vor diesen Auftritten. Und die anderen waren halt im Hintergrund auch, ja, noch ein Bierchen und alles ganz entspannt. Und ich saß da und habe nur gedacht, oh Gott, bitte lass es anfangen. Ich hoffe einfach mehr spielen, mehr Routine und einfach viele Leute zum Lachen bringen. Also ich hoffe, dass ich das darf und dass das funktioniert. Ja.